Mein Name ist Matthias von Schramm. Und in der Folge 31 alternativen fotografischen Solos haben wir eine besondere Fotokünstlerin aus dem Süden, Birgit Sparlinger. Birgit Sparlinger! Ich verfolge ihre Werke schon eine ganze Weile. Werke! Ich bin ein großer Fan. Sie schreibt auch immer ganz häufig, zum Beispiel bei Bildern, aus dem Zyklus. Da steht man ja, hier ist ein Frauenthema. Selbstverständlich, aber es ist eben auch ein Frauenthema. So zu unterstreichen. Ich habe heute ein Foto von ihr zu besprechen. Ein Foto. Aus dem Jahre 2009, glaube ich. Ja, 2009. Also, ich habe es in dieser Zeit jedenfalls kommentiert. In dieser Zeit kommentiert. Und dieses Foto heißt Cuban Moments. Cuba! Und ja, es heißt zwar Solo. Aber... Dennoch sind wir heute zu zweit. Ja, genau. Weil nämlich mein Nachbar immer singt um diese Zeit und nervt. Ja, leider, ich schlaf nicht. Ich habe ihn heute mal eingeladen, mit mir das fotografische Solo zu machen, die Sendung mitzugestalten. Ja, ja, ja. So kann man so ähnlich arbeiten wie bei dem Duo. Wir sind ein Duo. Ja nur noch so am Rande mitläuft und wahrscheinlich Broadcast-mäßig dann Broadcast gar nicht mehr so konkurriert. Aber dennoch ist es denn heute ein Duo. Ja. Hallo Dietmar. Guten Tag, guten Tag. Ja. Die Herrschaften. Ich möchte mal anfangen, wenn du einverstanden bist. Meinetwegen. Wie das Bild auf mich wirkt. Ja, ich kann mir die Scheiße ja anhören. Es hat ganz viel grafische Linien. Wir haben also so dieses etwas nostalgisch-ostische. Natürlich ist Kuba ein sozialistisches Land. Das sieht man auch an diesem Bild. Diese Linien wirken großzügig kühl, so wie man es aus irgendwelchen russischen Kantinen kennt. Ja. Leichte Verschnörkelung. Aber kühl. Und man weiß nicht, wo man sich befindet. In einem riesen Luxusschuppen. Ja? Das ist eine Kantine. Scheint hier ein Luxusschuppen zu sein mit Mittagstisch. Ja, lecker. Wo man also ganz 5,40 € für Pampe einkaufen kann, um was zu essen. Und also das ist meine Meinung einfach. Und da muss ich auch gar nicht mit der... vorhalten. Das machst du ja auch gar nicht. Was ich bei den Arbeiten von Birgit Sparlinger immer sehr interessant und erstaunlich finde, ist einfach, dass sie eine ganz eigene Bildästhetik hat. Also der Umgang mit so ganz unwirklicher Unschärfe, die beinahe analog wirkt. Unwirklich, weil ich weiß, dass sie eben auch... Weil man keinen Autofokus besitzt. Sehr digital arbeitet. Und nicht benutzt. Quasi sich der Technik annimmt, indem sie Bildschirme fotografiert und so weiter. Alles Dinge, die mir sehr sympathisch sind. Und auf diese Weise Menschen unterschiedlich interpretiert. Ah ja. Menschen sind auch drauf, da kann man kaum erkennen. Farbästhetik mit dieser besonderen Schärfeästhetik oder Unschärfeästhetik. Hier sehen wir in diesem Bild zwei Menschen. Auch. Ah, hast du schon gesagt. Und zu diesen zwei Menschen oder zu der Menschenfotografie kann jetzt der Dietmar was sagen. Ja, ich sag was dazu. Bitte schön, Dietmar. Ja, danke schön. Dankeschön. Ja, wenn du meinst. Ja, ich finde das Bild irgendwie unscharf. Und ich muss sagen, ich hätte es schärfer gemacht. Mhm. Auch vielleicht für die Farben etwas kräftiger. Ja. Red mir doch nicht dazwischen. Aber ich kann dir nicht sagen, dass es mir gefällt. Ich bin etwas erstaunt darüber, dass man dazu sagt, das dass es toll ist. Das darf doch nicht wahr sein. Ja, es ist einfach. Mir gefällt das einfach nicht so toll wie dir. Weil ich habe mal eine Frau gehabt, die hat Kunstgeschichte studiert. Bin tolerant. Aber die hat die Null in die 100 Meisterwerke reingerollt und dann waren es 1000. Das war alles, was sie in ihrem Job durfte. Und mehr hat sie gar nicht gedurft. Und ich meine, dafür muss man keine Kunst machen, finde ich. Ja. Das ist gut, gar nicht möglich. Dietmar, dann danke ich dir an dieser Stelle. Ja, bitteschön. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Ich wollte dir ja gar nichts mehr sagen. Ja, bitte. Danke. Danke, Dietmar. Danke. Bitte. Das Bild ist bitte, das trotzdem Bild ist, gut. Ja, und darüber kann man geteilter Ansicht sein. Etwas rein. Schickt mir Fotos und tschüss. 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 Ja, genau.